Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Oft unterschätzt die Qualität historischer Kursdaten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie herzlich heute zum Webinar mit unserem Partner AlgoCamp. Und eigentlich habe ich heute gar nicht so viel zu sagen jetzt zu Beginn. Deswegen wollen wir keine Zeit verlieren und ich übergebe auch den Bildschirm direkt an den David. Und begrüße dich hier an der Stelle auch nochmal und wünsche allen natürlich viel Spaß. Ja, vielen Dank für deine Einleitung. Ich hoffe, man sieht meinen Monitor. Das ist richtig, ja. Alles gut. Perfekt. Vielen Dank. Ja, dann heiße ich Sie auch alle herzlich willkommen heute zum heutigen Webinar. Das Thema lautet heute historische Daten. Klingt im ersten Moment wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Aber alle, die heute hier sind, finde ich ja klasse. Sie haben auf jeden Fall erkannt, worauf es wirklich ankommt beim Trading. Ja, mein Name ist David Warner. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von AlgoCamp. AlgoCamp ist ein Unternehmen aus Berlin. Das hat sich darauf spezialisiert, automatische Handelssysteme zu entwickeln, zu programmieren, zu betreiben und so weiter. Gut, schauen wir mal auf die Folie, was wir heute alles geplant haben. Ich starte die mal kurz. So, genau. Im Titel hatte ich ja gesagt, historische Kursdaten, oft unterschätzt die Qualität der Daten. Was genau hat es sich damit oder hat es eigentlich damit auf sich? Ja, historische Daten hat wahrscheinlich jeder von Ihnen schon mal irgendwo gesehen, heruntergeladen, genutzt für Backtests, für die Chartdarstellung historisch von vor ein paar Wochen, Monaten oder Jahren. Oder vielleicht für statistische Auswertung, in Excel zum Beispiel, oder einfach mit einem Stift und Papier etwas gebacktestet zu haben. Aber man unterschätzt hier was immer ganz groß. Und zwar gibt es bei jeder Ecke historische Daten. Wir bekommen sie ja wirklich innerhalb kürzester Zeit. Nur vergessen wir oder vergisst die Mehrheit auf jeden Fall mal genauer hinzusehen. Und das ist so heute das Ziel des heutigen Webinars, dass wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, worauf muss ich achten, welche Daten benötige ich, woher kriege ich die Daten und was passiert, wenn ich keine sauberen Daten verwende. Kurze Vorstellung, damit Sie auch wissen, wer eigentlich an der anderen Seite sitzt und Ihnen etwas über das Thema erzählen möchte. Mein Name ist David Barney, hatte ich ja zu Beginn kurz schon gesagt. Ich bin aktuell 26 Jahre alt und ja, wohne in Berlin, wo auch der Firmensitz ist von AlgoCamp. Meinen beruflichen Werdegang habe ich quasi in einer Vermögensverwaltung gestartet. Da war ich insgesamt 9 Jahre angestellt, als ja, kleiner Azubi Auszubildender angefangen in dem Bereich und habe dann da mich hochgearbeitet. Letztendlich waren meine Arbeiten dann bei seinem Alltag so aus, dass ich Handelsstrategien entwickelt habe, die ich umgesetzt habe oder mit einem kleinen Team umgesetzt habe und da die Leitung übernommen habe, dass ich die Handelssysteme betrieben habe. Ich war auch für die historische Daten zuständig. Klingt im ersten Moment nach einem kleinen Thema, aber was genau dahinter steckt, da kommen wir später auch nochmal dazu. Auch ganz wichtig für Sie, für das heutige Thema. Und ja, die klassische Laufbahn, seitdem ich 18 bin, habe ich auch mein erstes Konto eröffnet oder mehrere und auch fleißig ein Depot oder Trading-Konto nach dem anderen gegen die Wand gefahren. Ich sage dazu immer, das ist so der typische Werdegang eines jeden Traders eigentlich. Ja, wo stehe ich heute? Heute bin ich der Geschäftsführer und Gründer von AlgoCamp, bin inzwischen seit 3 Jahren, dieses Jahr ist es das dritte Mal, dass ich auf der World of Trading in Frankfurt auch dabei bin als Referent. Dieses Jahr auch wieder mit 2 Vorträgen zum Thema Strategieentwicklung, Algo-Trading und auch auf den IB-Days bin ich seit den 4. IB-Days dabei. Im nächsten Monat sind die kommenden IB-Days im September. Da haben wir zum Beispiel auch einen gemeinsamen Slot mit FXBet und auch noch 3 weitere Vorträge natürlich. Und seit unzähligen Ausgaben bin ich auch noch Autor im Traders Mag. Da gibt es regelmäßige Artikel zu den Themen Programmierung von Handelssystemen, Handelssysteme im Allgemeinen, Handelsstrategieentwicklung und so weiter.
Ja, was ist eigentlich IOCamp? Hatte ich jetzt auch schon zwei, dreimal erwähnt. IOCamp verkauft und entwickelt Handelssysteme und Indikatoren. Also unsere Hauptstandbeine kann man kurz und knapp sagen. Wir entwickeln Systeme nach Ihrem Wunsch. Das heißt, wenn Sie eine konkrete Handelsstrategie haben, Sie möchten beispielsweise Ihr Trading automatisieren, weil Sie schon ewig manuell betreiben, Sie möchten Zeit sparen, möchten fehlerfreier handeln, dann wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit und dann wären wir der richtige Ansprechpartner für Sie in dem Moment. Zweites Standbein ist dann halt der Verkauf von den fertigen Handelssystemen, die wir anbieten, momentan hauptsächlich für den MetaTrader 4. Und von der Programmierung her sind wir ziemlich breit aufgestellt. Wir entwickeln eigentlich für ja nahezu alles, was es auf dem Markt gibt. Natürlich die Hauptsysteme sind MetaTrader, NinjaTrader, für die TBS. Wir machen momentan auch ziemlich viel für den Bitcoin-Handel. Das heißt, Bitcoin-CFD-Handel oder aber auch Individuallösungen, um den Bitcoin oder alternative Coins wirklich direkt an den Börsen zu handeln, ohne ein fertiges System zu nutzen, sondern komplett das Ganze selbst aufzubauen. Und ja, sonst beraten wir natürlich auch noch in dem Bereich, gerade bei Vermögensverwaltungen, Family Office. Da haben wir immer einen ziemlich großen Beratungswunsch in dem Moment. Gut, was haben wir heute eigentlich alles geplant? Erstes Thema, worüber wir reden sollten, ist, wofür brauche ich eigentlich historische Kursdaten und was mache ich damit? Wahrscheinlich hat ja jeder von Ihnen so ein, zwei Themen im Kopf, die ihm sofort einfallen, was wir damit machen können, aber es gibt noch ein paar weitere Punkte. Und danach würde ich auch schon gerne mit einem praktischen Beispiel anfangen, um Ihnen einfach mal zu zeigen, wie wirkt es sich eigentlich aus? Wie sehen unsere unsaubere Daten eigentlich aus? Dass Sie einfach mal sehen, wie das aussieht. Wahrscheinlich haben Sie schon auch mit solchen Daten gearbeitet, aber noch nicht wirklich darauf geachtet, weil das im ersten Moment aber nicht wirklich auffällt. Dann haben wir bei der ganzen Sache noch eine Besonderheit oder zwei Besonderheiten. Das sind einfach mal die Splits und die Dividenden. Das ist besonders wichtig, wenn Sie zum Beispiel Aktien handeln oder besser gesagt in dem Fall Backtests starten möchten oder Auswertungen starten möchten zu Aktien. Dann ist hier nochmal ein weiterer besonderer Punkt, auf den Sie achten möchten, müssten. Und auch bei den Futures. Da haben wir nochmal ein anderes Problem. Da haben wir die Offset-Problematik. Das heißt, Sie kennen das wahrscheinlich auch, haben das vielleicht auch irgendwo schon mal miterlebt. Welchen Future teste ich eigentlich nun? Ich kann ja keinen Backtest von 2010 bis heute starten, wenn ich ständig neue Verfälle habe. Wie gehe ich da um? Was mache ich, wenn der Future verfällt, ein neuer Future quasi gerollt wird und wir den nächsten handeln? Dann die nächste Frage, welches Qualitätslevel benötige ich eigentlich? Eine Frage, die auch immer sehr oft kommt, auch in der Zusammenarbeit bei uns mit unseren Kunden. Es gibt nicht die Antwort, welche Daten wir benötigen. Man kann nicht sagen, alle brauchen dieses Qualitätsstandard. Es kommt auf viele Faktoren an. Da muss man aufpassen, dass man natürlich nicht am falschen Ende spart, aber natürlich auch, dass man nicht allzu viel Geld ausgibt für Formel-1-Daten, obwohl man eigentlich nur einen kleinen Lieferwagen-Qualitätslevel benötigen würde. So, wenn wir alles wissen, was wir eigentlich mit den Daten machen, wofür wir sie brauchen und wie wichtig die Qualität ist, ist natürlich noch die Frage, woher bekommen wir die Daten? Wo sind so unserer Meinung gute Daten zu bekommen? Wo sollte man aufpassen und wo sind sie mittelmäßig? Natürlich je nachdem, aus welcher Perspektive wir halt vom Qualitätslevel drauf achten. Gut, dann fangen wir eigentlich mal an mit dem ersten Punkt. Wofür brauche ich eigentlich historische Daten? Ich denke mal, das Erste, was so viele im Kopf haben in dem Bereich, ist halt die Durchführung von Backtests. Das heißt, wenn ich eine Handelsstrategie habe, die möchte ich historisch testen. Das heißt, ich möchte herausfinden, ist diese Strategie überhaupt profitabel? Ich habe sie jetzt vielleicht 2, 3 Tage manuell gehandelt oder auch Wochen oder Monate, aber mir fehlt immer noch die Gewissheit, wie gut oder schlecht ist die Strategie auf Jahre gesehen. Wie mache ich das? Dafür muss ich mir halt das System entwickeln, als Backtest-System, zum Beispiel im MetaTrader oder auch im NinjaTrader. Und da muss ich das System mit historischen Daten füttern. Das heißt, ich schiebe schiebe in das System die Daten von früher rein, von 2000,
1.1., vom 2.1. oder wenn wir auf Minuten oder Stunden unterwegs sind, auch diese Daten und test das Ganze durch. Also Backtest, das heißt, ein Zurücktesten geht halt natürlich nicht ohne historische Daten. Und da brauchen wir natürlich saubere Daten. Was genau passiert oder wie das dann aussieht, wenn wir darauf nicht achten, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Für Analysen, ganz wichtig, das machen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Sie öffnen einen Chart, dann möchten Sie ja nicht auch immer nur den aktuellen Kurs sehen. Sie wollen ja nicht sehen, wo, zu welchem Kurs kann ich aktuell kaufen oder verkaufen, sondern wahrscheinlich möchten Sie auch noch die, ja, Sie möchten sehen, wo hat der Kurs heute früh aufgemacht, wo hat er gestern geschlossen, wo hat er gestern aufgemacht. Selbst da verwenden wir historische Daten, auch wenn wir jetzt nicht speziell automatisierte Handelssysteme verwenden. Oder irgendwelche Analysen aufgrund von Statistiken zum Beispiel fahren. Da kommen wir auch gleich zum dritten Punkt für statistische Auswertungen. Ich denke mal so, der erste Schritt, wenn man in Richtung Handelsstrategien geht, dann ist es der Punkt, dass wir so erste grobe Auswertungen fahren. Das heißt, wir laden uns vielleicht historische Daten in Excel rein. Da gab es ja vor kurzem auch ein Webinar mit Statistik Trading und FX-Wert zu dem Thema. Das heißt, wir ziehen uns die Daten historisch in Excel und prüfen einfach Dinge. Wir sagen zum Beispiel, suche mir die Tage heraus, wo der Markt um 5% gestiegen ist und gucke mal, wie es wäre, wenn ich den Tag danach short gehen würde und andersrum. Das sind so Auswertungen. Oder ich prüfe einfach, wie stark bewegt sich ein Markt durchschnittlich, um ein paar Kennzahlen herauszufinden und im Idealfall halt auch eine Handelsstrategie dadurch zu entwickeln. Der letzte Punkt sind die Indikatoren. Ganz klar, jeder Indikator, aber auch wirklich jeder Indikator guckt halt einfach nur in die Vergangenheit und dafür braucht er auch historische Daten. Das heißt, wenn wir einen Durchschnitt, ein SMA, EMA oder ähnliches im Chart haben, dann ist dieser darauf ausgelegt, halt die letzten 14, 20, 50 oder 200 Candles zu nehmen und generiert halt anhand dieser Candles die Daten. Und jetzt wird es auch schon interessant in dem Punkt, was passiert, wenn wir unsere obere Daten haben. Wir schauen mal auf der nächsten Folie. Vielleicht kennen Sie diese Ansicht schon. Die haben wir im MetaTrader 4 und ich glaube inzwischen auch im MetaTrader 5. Dass wir uns die historischen Daten ansehen können. Hier haben wir, glaube ich, den Euro gegen, ich glaube, das war der japanische Yen von irgendeinem Broker. Und da gucken wir mal auf die Daten. Was haben wir da eigentlich? Wenn wir die Pfeile hier nicht sehen würden, dann würden wir denken, super, ich habe historische Candles von 2007 an bis heute. Und zwar auf Stundenbasis, weil ich sie vielleicht benötige für meine Strategie, wo ich auf Stundencandles unterwegs bin. Und dann teste ich damit. So. Und wenn wir jetzt ganz genau dahin sehen, wo die grünen Pfeile sind, dann sehen wir, dass da einige Candles fehlen. Wir haben es hier unten zum Beispiel am untersten grünen Pfeil, da fehlt die 15 Uhr Candle. Also wir haben um 12 Uhr die Candle, perfekt. Die nächste um 13 Uhr, auch gut. 14 Uhr, auch klasse. Und dann fehlt auf einmal die 15 Uhr Candle. Dann geht es gleich weiter mit 16 Uhr. 17 Uhr okay, 18 Uhr okay, 19 Uhr okay, 20 Uhr okay und zack, fehlt schon wieder eine Candle. Hier oben auch, da ist noch gar kein Pfeil dran, fehlt zwischen 3 Uhr und 5 Uhr auch die 4 Uhr Candle. So, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wir sind hier an, das sind jetzt knapp 2 Tage vom Februar 2007 und das Ganze kann sich natürlich durchziehen. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier einfach einen Zufallszeitraum haben, wo die Daten so relativ schlecht sind. Kann aber auch sein, dass sich das einfach durchzieht. So, jetzt die Frage, wieso ist es eigentlich so schlimm? Kann uns doch eigentlich egal sein, wenn ab und zu mal eine Stunde fehlt. Prinzipiell schon, aber wir müssen oder wir führen ja einen Backtest oder eine Auswertung immer nur durch, um den realen Markt zu simulieren. Das heißt, später oder hätten wir im Februar 2007 gehandelt, dann hätten wir natürlich auch um 15 Uhr Daten gehabt und wir hätten auch um 21 Uhr Daten gehabt. Und dann das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen, mache ich an dieser Stelle mal kurz eine Tabelle auf, die ich vorbereitet hatte. Also ich mache die noch ein bisschen größer, dass wir auch alles fast einigermaßen sehen.
So, was habe ich hier aufgebaut? Links habe ich einfach so ähnlich wie MetaTrader 4 in dem History Manager den Zeitstempel gebaut. Das heißt, wir haben hier historische Minute 1 Daten durchgehend von 10:10 Uhr, 10, 11, 12 durch bis 10:24 Uhr. So, in der Spalte B habe ich ja, saubere historische Daten. Das heißt, ich habe wirklich zu jeder Candle einen Kurs. So, und in der Spalte C habe ich quasi das simuliert, was wir gerade auf dem Screenshot gesehen haben vom History Manager. Es fehlen ein paar Candles. Das heißt, die von 10:15 Uhr, 10:16 Uhr, 10:18 Uhr und 10:23 Uhr, die fehlen. So, was passiert nun? Wir haben es jetzt den 2. März 2017 um 10:25 Uhr. So, in diesem Moment ist unsere Handelsstrategie aktiv. Und diese Handelsstrategie achtet auf den 10er-Durchschnitt. Wir können dafür jeden anderen oder jeden weiteren Indikator verwenden. Kommt alle auf das Gleiche hinaus. Das heißt, haben wir saubere historische Daten? Was macht der 10er-SMA? Der 10er-SMA, also der einfache gleitende Durchschnitt, der würde sich die letzten 10 Candles angucken. Das heißt, das wären genau die, wo die Uhrzeit hier leicht gelblich markiert ist. So, diese Kurse rechnet der SMA zusammen und teilt sie durch die Tiefe, also durch 10. Das heißt, um 10:25 Uhr hätten wir einen Durchschnitt, der liegt bei 867. Soweit so gut. Sauber berechnet, das stimmt alles. Und hier würde vielleicht unsere Strategie sagen, okay, der Preis ist gerade unter oder über den 10er SMA gesprungen, wir gehen jetzt long. Oder was auch immer wir für eine Trading-Bedingung haben. Darum geht es jetzt in dem Fall gar nicht. Gucken wir auf die nächste Spalte. Spalte C, da haben wir die unsauberen Daten. Und da möchten wir auch wieder den SMA anwenden um 10:25 Uhr. Und dieser SMA würde jetzt wie folgt durchgehen. Er sagt ja, nehme die letzten 10 Candles und berechne den Durchschnitt. So wie es hier drüben war, 1, 2, 3, 4, 10, wir haben alle Candles. Hier bei den unsauberen Daten sieht es etwas anders aus. Wir nehmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diese 10 Candles nehmen wir und berechnen dadurch den Durchschnitt. Und da liegt schon mal das Problem. Wenn wir diese Candles nehmen, dann haben wir hier unten einen ganz anderen Durchschnitt als mit den sauberen eigentlichen Daten. Das heißt, wären wir jetzt wirklich am 2. März 2017, 10:25 Uhr, dann hätten wir diese Daten von davor natürlich gehabt. Die Candles, die hätten wir zur Verfügung. Wir würden auch diese nehmen zur Berechnung. Das heißt, der richtige, realistische Durchschnitt wäre bei 867,6. Dadurch, dass wir heute im ja, August 2017 vielleicht diese historischen Daten nicht mehr haben, weil wir unsere Quelle verwendet haben oder ähnliches, haben wir einfach einen falschen Durchschnitt. Er nimmt nicht mal wirklich die letzten 10 Candles, das wäre ja von 10:14 Uhr bis 10:24 Uhr, sondern er nimmt die Candles von 10:10 Uhr bis 10:24 Uhr. Also er geht noch weiter zurück, um sich den Durchschnitt zu berechnen. Und das ist das große Problem, wieso unsaubere historische Daten eigentlich alles kaputt machen. Also was haben wir dadurch jetzt? Wir haben ja einfach einen falschen SMA. Und das Ganze zieht sich halt durch. Mit allen Indikatoren, mit sämtlichen vielleicht mathematischen Formeln, die wir anwenden. Vielleicht haben wir auch eine Strategie, die immer eine ja, Opening Range Breakout handelt. Würden jetzt einstellen, nehmen die Range mit den Breakout von 10 Uhr bis 10 Uhr, weiß nicht, 10:15 Uhr. Dann hätten wir hier zum Beispiel das Hoch gar nicht von der 10:15 Uhr Candle. In den sauberen Daten haben wir den Preis bei 934, aber mit den unsauberen Daten hätten wir wahrscheinlich den oberen Bereich der Range bei 912, weil wir hier einfach keinen höheren Kurs haben in dem Moment. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück in die Präsentation. Und dann gehen wir auch schon weiter zur nächsten Folie. Und zwar die Auswirkungen von den schlechten bzw. von falschen historischen Daten. Den ersten Punkt, den hatten wir gerade schon mal in Excel uns angesehen. Wir haben halt falsch berechnete Indikatoren. Das heißt,
Wenn wir einen Backtest durchführen von 2000 an oder 2010 bis heute, dann machen wir das ja wirklich, um den Markt zu simulieren, um realistisch zu simulieren. Aber dadurch, dass der SMA jetzt vielleicht ständig falsch berechnet wird, weil uns am Tage vielleicht 20, 30 Candles fehlen, dann haben wir am Ende unendlich viele Fehltrades. Es mag natürlich sein, oder es kann durchaus vorkommen, dass der Backtest dann profitabel ist, aber er ist nur profitabel, weil wir falsche historische Daten verwendet haben. Das ist natürlich im ersten Moment ganz schön. Wenn wir einen Backtest haben und die Performance-Kurve sieht ja super aus, dann ja, freuen wir uns natürlich. Und dann sind wir oft der Meinung, dass wir den Heiligen Gral gefunden haben. Es funktioniert super. Lassen es live laufen. Aber es bringt uns spätestens im Live-Trading werden wir das merken. Wenn wir dann Trades generieren, die komplett ja, nur noch Verluste machen. Klar, machen wir Verluste, das ist natürlich normal, aber außerhalb vom Rahmen Verluste machen. Und wenn wir dann diesen Zeitraum wieder wegtesten mit unseren unsauberen Daten und wir merken, okay, am Montag bin ich jetzt um 11 Uhr long gegangen, aber im Backtest bin ich am Montag erst um 11:32 Uhr long gegangen, dann ist es für uns ein ganz klares Zeichen, irgendwas stimmt hier nicht. Und wenn der Backtest durchläuft mit falschen oder unsauberen Daten, dann können wir ihn leider nur in die Tonne werfen. Also wir können uns ihn maximal noch ausdrucken und einrahmen und darüber freuen oder rumzeigen, aber wir werden niemals irgendeinen Nutzen daraus ziehen. Das heißt, der Backtest ist in dem Moment einfach völlig ohne Aussagekraft. So, und das Ganze führt, ja, entweder haben wir natürlich im Live-Trading dann unsaubere Verluste oder unsaubere Gewinne. Egal, was bei rumkommt, selbst wenn man 2, 3 Wochen danach handelt und Gewinne macht, dann ist es einfach in dem Moment Zufall oder halt Glück. Aber es hat nichts mit dem Vorteil zu tun, den wir vermeintlich im Backtest ja, mal gefunden haben, sage ich mal. Besonderheiten, Split und Dividende. Bei den Devisen haben wir wahrscheinlich nicht das Problem. Da müssen wir uns nur auf einen Punkt konzentrieren, und zwar auf den, dass wir zu jeder Zeiteinheit eine Candle haben. Das heißt, wenn wir auf Stundenbasis unterwegs sind, brauchen wir zu jeder volle Stunde eine Candle. Wenn wir im 5-Minuten-Bereich unterwegs sind, halt auf alle volle 5 Minuten. Bei den Aktien ist es natürlich genauso. Da brauchen wir das auch durchgehend. Solange der Markt eröffnet hat, brauchen wir die Kurse. Aber hier haben wir noch eine zweite Besonderheit. Und zwar sind das die Splits und die Dividenden. Nehmen wir an, wir haben jetzt unsere Excel-Tabelle, bauen da unsere Kurse rein und testen irgendwas. Vielleicht das Beispiel von vorhin. Wenn der Kurs heute im Laufe des Tages 5% steigt, dann steige ich mit auf und gehe long. Das wäre so eine einfache Strategie. Die Daten haben wir eingespielt, es läuft soweit, wunderbar. Aber hier auch ganz klar die Frage, was ist eigentlich mit den Splits und was ist eigentlich mit den Dividenden? Kurz zu den Grundlagen in dem Bereich, dass wir auch alles das Gleiche verstehen. Wenn wir eine Aktie, ich zeige das einfach am besten an einem Beispiel, gehen wir mal auf Yahoo Finance und hier gleich mal starten, anfangen, um das ein bisschen besser zu lesen. Dauert einen kleinen Moment. Das ist so. Dann schauen wir doch mal die Aktie von IBM an. So, etwas lang. Gut, da haben wir es auch schon. Genau, hier oben haben wir den Reiter historische Daten und hier haben wir auch schon eine Dividende. Also bei der IBM-Aktie wurde am 8. August eine Dividende ausgeschüttet von 1,50 $. Das sehen wir halt hier in der Spalte. So, was machen wir jetzt im Backtest? Genau, bei den Grundlagen waren wir ja gerade, wenn wir eine Aktie haben und eine Dividende wird ausgeschüttet, dann ist es in der Praxis so, dass wir halt die Dividende auf dem Konto gut geschrieben bekommen. Das heißt, in diesem Fall würden wir halt 1,50 $ gut geschrieben bekommen. Und so ist die Theorie und die Praxis, das ist eigentlich auch nicht so weit entfernt, dass die Dividende halt aus dem Kurs rausgerechnet wird. Das heißt,
Gucken wir mal auf den Schlusskurs vom 7. August. Hier war der Börsenschlusskurs bei 1,43,47. Und der Eröffnungskurs nach der Dividendenzahlung war bei der 1,42. Das heißt, Börsenschlusskurs minus Dividende ist um 3 Cent fast genau der Eröffnungskurs. So ist die Theorie. Das heißt, wir sind long. Am nächsten Tag ist unsere Position im Depot natürlich 1,50 € im Verlust. Aber auf der anderen Seite haben wir halt die Dividende von 1,50 €. Das heißt, es ist im Grunde genommen ausgeglichen. Wir haben da jetzt keinen Verlust gemacht. So, dann gucken wir mal zurück auf die Folie. Was machen wir zu einem Backtest? Wenn wir saubere historische Daten haben, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder, wenn wir jetzt bei dem Excel-Beispiel bleiben, haben wir jetzt hier unsere historischen Aktienkurse, die jetzt sauber durchgespielt sind. Und wir haben noch eine weitere Spalte, wo wir unsere Dividende reinpacken. So, hier hätten wir dann beispielsweise zu stehen, hier, gut, das ist jetzt auf Minutenbasis, aber was sonst nicht weiter stören. Hier wurde 1,50 € Dividende ausgezahlt, hier wurde 90 Cent Dividende ausgezahlt. Das heißt, wir würden hier unsere Trades durchführen. Wir würden wissen, wenn wir hier long gegangen sind und hier schließen würden, dann dürfen wir nicht vergessen, die Position ist zwischendurch mal leicht gefallen, aber wir haben auch noch eine Dividende bekommen. Das ist bei einer einzelnen Aktie natürlich nicht groß auffällig, aber spätestens wenn wir etwas mehr Volumen haben, müssen wir das mit berücksichtigen. Das Gleiche, noch viel schlimmer, wenn wir short sind. Wenn wir jetzt hier short gehen und hier die Position schließen, dann haben wir einen schönen Gewinn, weil die Aktie durch die Dividendenzahlung halt gefallen ist, weil die Dividende aus der Aktie herausgerechnet wurde. Soweit schön. Wenn wir nur die Position betrachten, dann hätten wir jetzt natürlich einen Verlust. Wir würden uns darüber freuen. Also die Aktie ist gefallen, wir waren short, wir haben einen Gewinn, die Aktie hat einen Verlust gemacht. Wir würden uns darüber freuen. Und wir würden im Backtest das Ganze als Gewinn verbuchen. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn eine Dividendenzahlung stattgefunden hat und wir short sind, dann wird uns quasi die Dividende abgezogen. Das heißt, wenn wir saubere historische Daten haben, dann haben wir entweder diese Dividendenspalte, wo wir ganz genau wissen, okay, ich weiß wirklich, wann jede Dividende gezahlt wurde und kann sie mir hier herausrechnen. Das heißt, im Backtest oder in meiner Auswertung würde ich sagen, ich bin hier short gegangen, habe die Position geschlossen mit einem Gewinn, aber ich muss auch noch pro Aktie folgende Dividende zahlen. Das ist die eine Möglichkeit, wie wir damit umgehen können. Die zweite Möglichkeit, die haben Sie vielleicht schon irgendwo mal, vielleicht auch bei Yahoo Finance gesehen oder auf anderen Portalen, das ist der berichtigte Kurs. Das heißt, im berichtigten Kurs wird das Ganze durchgezogen oder schon abgezogen. In der Regel ist es immer der Close-Kurs, wo das Ganze stattfindet oder durchberechnet wird. Das heißt, wir gucken mal auf den 22., also heute, das war der heutige Kurs, da ist der Börsenschlusskurs immer gleich dem berichtigten Kurs oder dem adjustierten Kurs, nachdem wie die Portale das nennen. Das Ganze ist durchgezogen, also immer der gleiche Kurs, aber bis zur Dividendenzahlung ist es nicht mehr so. Da zum Beispiel war der tatsächliche Börsenkurs einen Tag vor der Dividendenzahlung bei 1,43,47 und der berichtigte Kurs liegt bei 141,97. Was wurde hier gemacht? Hier wurde die Dividende einfach schon aus dem Kurs herausgerechnet oder zugerechnet. Das heißt, wenn der Kurs dann wieder das so durchzieht, dann brauchen wir die Spalte hier in Excel oder in welchem Programm auch immer nicht mit der Dividende, sondern wir können einfach nur den berichtigten Kurs durchziehen. Wenn wir das Ganze zurückgehen würden auf 2015, dann hätten wir einen berichtigten Kurs, der immer weiter weggehen würde von dem realen Börsenkurs, weil halt durchgehend die Dividende immer rausgezogen wird aus dem berichtigten Kurs. So, hier zum Beispiel August 2016 haben wir schon eine Differenz von $6 vom realen Kurs zum berichtigten Kurs und das zieht sich halt durch. Wahrscheinlich sind wir hier bei 2010 irgendwo bei 10 oder $15, je nachdem, wie gut es dem Unternehmen geht oder ob es sich ausgeglichen hat. So, und auf die Sachen müssen wir achten und ich denke mal, hier können sich schon einige vorstellen, was passiert, wenn wir das Ganze nicht haben. Wenn wir das Ganze nicht haben,
Oder anders gesagt, es sieht natürlich so aus, als ob wir hier mit Finance jetzt einen Anbieter gefunden haben, wo wir historische Top-Daten bekommen, weil hier die Dividendenrunde ist ja alles super. Wir haben auch früher in der Vermögensverwaltung sehr viel mit den Daten auch gearbeitet oder probiert und getestet. Und haben dabei leider festgestellt, nicht speziell Yahoo Finance, auch diverse andere kostenlose Online-Seiten, wo es historische Daten gibt auf Tagesbasis oder vielleicht sogar auf Stundenbasis. Leider wird hin und wieder mal eine Dividende vergessen oder mal wird auch hin und wieder ein Aktien vergessen. Das ist leider ja ziemlich fatal für den Backtest, gerade bei einem Split. Wenn wir uns dann irgendwie, wenn irgendwie eine Aktie gesplittet wird von 40, also 1 zu 2, das heißt, also eine Aktie werden zwei gemacht. Gestern war der Kurs noch bei 40, heute ist der Kurs bei 20. Dann, und wir waren zufällig short, dann würden wir uns jetzt irgendwie einen Gewinn verbuchen von $20 pro Aktie und hätten, ja, würden es vielleicht öfters machen, wenn wir zufällig immer zum Split short sind und wären dann der Meinung, wir hätten hier ein Top-System entwickelt. Das ist natürlich der Extremfall, aber darauf muss man achten. Das Gleiche gilt auch für die Dividende. Auch wenn es hier so aussieht, als ob die Dividende immer eingepflegt ist, leider kommt es ja pro Unternehmen durchaus mal vor, dass ein, zwei, drei Dividenden fehlen in dem Bereich. Kommt immer auf die Masse an, wenn wir jetzt Daten 10 Jahre ziehen und da fehlen drei, vier Dividenden, ist es nicht allzu gravierend. Wenn wir jetzt allerdings wirklich mal einen Split haben, der uns stört, oder wenn da jede zweite Dividende nur drin ist, ist der Backtest schon ziemlich fraglich in dem Fall. So, also gehen wir mal durch. Ja, das haben wir. Den Kursverfall dürfen wir nicht als Gewinn verbuchen, wenn die Dividende gezahlt wird. Splits ganz wichtig und ja auf den bereinigten Kurs zu achten. Wie gesagt, wenn Sie irgendwo eine Datenquelle haben, wo Sie den richtigen Kurs haben, ist es für Sie natürlich einfacher. Sie könnten den halt entsprechend umwandeln für Excel, in Excel importieren oder umwandeln für den MetaTrader, NinjaTrader oder mit welchem System Sie auch mal arbeiten. Wenn Sie das aber nicht haben, sondern halt wirklich immer nur die Dividenden, dann ist es ein bisschen aufwendiger, weil Sie halt wirklich jetzt zum Beispiel bei Excel halt immer noch eine weitere Spalte führen müssen, wo Sie die Dividende beachten, mit reinziehen, rausziehen, noch eine Spalte für Splits und so weiter. Ist ein bisschen aufwendiger, aber die Arbeit kann man leider nicht vernachlässigen. Also komplett weglassen, das geht ja halt leider gar nicht. Das ist einfach zu viel, was wir uns in die Tasche lügen. Kommt natürlich immer auf die Strategie an. Wenn Sie nur eine Intraday-Strategie haben, wo es jetzt nicht weiter wild ist, wenn Dividende gezahlt wird oder Aktiensplits durchgeführt werden, dann können Sie das wahrscheinlich sparen. Wie gesagt, es gibt halt nicht die Regel für die Qualität der Daten oder worauf man achten muss. Das ist super. So, dann kommen wir auch schon zum Spezialfall, den Futures. Sehr, sehr schwieriges Thema in dem Fall, Future Offsets und Verfälle. Die von Ihnen, die Futures schon gehandelt haben, die kennen das wahrscheinlich. Wenn man nur im MetaTrader unterwegs ist, ist man so ein bisschen, ja, ich sage jetzt einfach mal etwas verwöhnt, weil die Assets halt einfach mal durchgehend laufen. Wir handeln heute oder machen uns heute einen Chart auf vom Euro-Dollar, der oder den Euro-Dollar, den wir heute handeln, den können wir auch noch in 10 Jahren handeln. Wenn wir uns einen DAX-CFD aufmachen oder einen Aktien-CFD, dann haben wir auch nicht das Problem. Das ist halt ein Produkt, das läuft immer, das können wir immer handeln, das können wir 10 Jahre halten. Bei Futures, nur kurz um die Grundlagen hier gleichzustellen, ist es halt nicht so, weil wir hier Verfälle haben. Das ist das Besondere an dem Future. Das sind halt Terminkontrakte, die zum gewissen Termin verfallen. Das heißt, rein theoretisch würde dann die physische Lieferung beginnen. Also wenn Sie Futures auf Schweinehälften haben, dann würde rein theoretisch zum Verfalldatum der Future ausgebucht werden und Sie würden dann 2 Tonnen Schweinehälften bekommen. So ist die Theorie. In der Praxis ist es zum Glück so, dass die Broker dafür sorgen, dass es nicht passiert. Dann wird der Future halt einfach rechtzeitig glattgestellt, um da keine physische Lieferung ja, zu provozieren. So, und da müssen wir bei dem Backtest ganz genau drauf aufpassen. Wir haben in den Futures, oder besser gesagt, mache ich einfach dafür mal eine Zeichnung auf, um das
einfacher zu erklären. So, nehmen wir einfach den DAX Future. Ich zeichne hier kurz im Grünen. Ja, mache ich das mal so. Ich zeichne hier mal den DAX Future, der jetzt, weiß nicht, im März verfällt, sage ich jetzt mal. Das ist so der Verlauf. Hier ist der Start, hier ist der Ende, hier ist der Verfallstag. So. Dann ist es in der Regel so, dass wir schon je nach Assets, gibt es auch noch andere Futures, je nach Assets, Tage, Wochen oder Monate vorher schon den nächsten Verfall handeln können. Also jetzt beim DAX sind es immer 3 Monate. Dann hätten wir jetzt schon mal den nächsten Verfall und der nächste Future würde vielleicht hier hätten wir so die ersten Umsätze mit wenig Volumen. Läuft durch, so, und hier läuft er halt dann weiter. Und hier verfällt er auch wieder so. Und hier in dem Bereich hier in der Mitte haben wir das sogenannte Offset von den Futures. Das heißt, wie sieht es in der Praxis aus? Wir möchten im Januar den Future kaufen und wir möchten die Position eigentlich halten bis zum, ja, sagen wir bis zum November. Da haben wir noch einige Verfälle auf dem Weg. Wie sieht es in der Praxis aus? Wir können nicht einmal den Future verkaufen, mit dem Verfall X und können den dann noch länger halten. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen den Future sogenannt rollen. Das heißt, wir müssen einen Zeitpunkt finden, wo wir den aktuellen Verfall verkaufen, bevor der ausgebucht wird oder bevor theoretisch die physische Lieferung beginnt. Und wir müssen dann den nächsten Future wechseln. Wenn wir beide Futures zum Ende des Laufzeits betrachten oder auch schon vorher, dann gibt es da immer eine Differenz, halt das Offset in dem Bereich. Das ist zu begründen, einfach durch die Zinsen, die wir noch in den Future mit reingerechnet haben. Das heißt, wenn Sie beispielsweise ja, jetzt hier die 2 Futures betrachten, dann laufen die von der Bewegung her natürlich parallel, aber es gibt hier eine Differenz. Die Differenz wird zum Ende des, oder besser gesagt, die Differenz zum Index wird zum Ende des Verfalls immer geringer, weil wir natürlich einen Zeitverlust quasi drin haben. Wenn der Future übermorgen verfällt, dann sind die Zinsen, die quasi einberechnet sind, nahe Null. So, aber wollen wir nicht zu weit in die Theorie gehen? Wichtig ist dafür für uns den Bereich hier in der Mitte. Also wie gehen wir mit diesem Punkt hier um? Wenn wir jetzt eine Strategie haben, wir gehen hier long, es läuft wunderbar, es läuft wunderbar. Dann merken wir hier historisch, oh, hier habe ich ja gar keine historischen Daten mehr von dem ersten Verfall. Was mache ich denn eigentlich? Dann darf ich nicht, unbedingt nicht, einfach sagen, na gut, dann gucke ich mal, was habe ich denn jetzt? Ah, hier ist ja der nächste Future. Dann nehme ich jetzt einfach mal diese Preise und rechne hiermit weiter. Denn in der Praxis ist es nicht so, dass ich den Verfall A kaufen kann und als Verfall B verkaufen kann. Ich muss ihn, wenn ich ihn backtest und auch live trade, muss ich diesen Verfall, wo auch immer, das kann ich selbst entscheiden, es kann hier sein, es kann aber auch hier sein oder hier sein, muss ich ihn verkaufen und muss die Position im nächsten Verfall wieder aufmachen. Das heißt hier. Und das Spiel geht halt immer so weiter. So, was wäre denn jetzt, wenn ich die ganzen Offsets nicht berücksichtigen würde? Das heißt, wenn ich short wäre, würde ich mich natürlich erstmal nicht zu so freuen, weil der Markt steigt. Dann läuft es in meine Richtung, läuft es in meine Richtung. So, hier habe ich keine Kurse mehr. Ich sage einfach nur, ja gut, ich nehme jetzt den nächsten Verfall und freue mich hier tierisch über die Gewinne, weil der Markt plötzlich eingebrochen ist und ich stelle vielleicht hier die Position glatt im Backtest. In der Realität geht das natürlich nicht. Aber im Backtest hatten wir dann wahrscheinlich ein super tolles Ergebnis, weil wir die Offsets der Futures uns in die, ja, uns in die Tasche stecken, sage ich mal. So, und da kommen wir wieder zu dem Ursprungsthema Qualität der historischen Daten. Bei den Futures ist es nochmal komplizierter als bei den Aktien oder bei Devisen an Daten zu kommen. Wir werden, vielleicht gibt es einige kostenlose Quellen dafür, aber höchstwahrscheinlich sind sie nicht gut. In der Praxis sieht es so aus, wenn wir die von einem sauberen Anbieter kaufen, dann bekommen wir halt historische Daten für jeden einzelnen Verfall. Das heißt, wir hätten beispielsweise eine CSV-Datei für diesen Verfall hier, wir werden noch eine CSV-Datei für diesen Verfall und dann haben wir am Ende des Jahres für den DAX für ein Jahr dann beispielsweise 4, 5 verschiedene Futures, ich glaube 4 müssten das sein,
und 4 verschiedene CSV-Dateien. Und dann geht's halt los. Was machen wir damit? Das ist so ein bisschen, da können wir so ein bisschen einen Vergleich ziehen mit den, hoch muss die Tabelle, ein bisschen mit den Dividenden, aber nur einen leichten Vergleich ziehen. Das heißt, wir können halt hier zwei verschiedene Sachen fahren. Entweder bauen wir uns eine neue Tabelle, wo wir halt sagen, okay, am Tag XY, da mache ich den Cut, da schreibe ich mir ein Datum in meine Tabelle und sage, da wechsle ich von dem Future A auf den Future B. Das Offset hier liegt beispielsweise bei 20 Punkte. Das ziehe ich halt raus in dem Moment. Das heißt, die erste Kunst ist, wann rolle ich den Future? Wir machen uns in der Praxis so, dass wir einfach nach dem Volumen gehen. Das heißt, sobald das Volumen im nächsten Future größer ist, wechseln wir auf den nächsten Future und handeln nur noch da weiter. Aber da gibt es verschiedene Modelle. Man muss auf jeden Fall für sich einen Zeitpunkt rausfinden, wann möchte man wechseln und das Offset einpacken. Das Ganze ist nicht nur wichtig für den Handel an sich, sondern auch eigentlich fast viel wichtiger für die Berechnung der Indikatoren zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier wieder meinen Durchschnitt berechnen möchte, so wie in dem Excel-Beispiel hier, dann kann ich nicht, eine andere Farbe, um hier noch ein bisschen durchzusehen, dann kann ich nicht, das ist noch Pfeile, dann kann ich nicht sagen, ich mache einen 10er-Durchschnitt mit diesem Kurs, mit diesem Kurs, mit diesem Kurs und mit diesem Kurs und diesem Kurs, weil was hätte ich dann? Dann hätte ich einen plötzlich stark sinkenden Durchschnitt, der ziemlich schnell bei einem EMA, wahrscheinlich nochmal stärker, wenn er gewichtet ist, hätte ich einen Durchschnitt, der hier auf einmal extrem stark fallen würde. Das geht halt nicht. Da müssen wir uns dann, entweder macht es der Datenanbieter für uns, der Kursanbieter für uns, oder wir müssen das Ganze selbst durchrechnen und bereinigen, so wie mit dem berechtigten oder bereinigten Kurs, eigentlich besser gesagt, von Yahoo Finance zum Beispiel. Wir ziehen, da gibt es zwei Modelle für, ich glaube, das habe ich auf der Folie drauf, genau. Also, wir können das Offset rückwärts oder fortlaufend rausrechnen, so wie mit den Dividenden hier. Was passiert, wenn ich das rückwärts raufrechne, rausrechne? Dann habe ich es beispielsweise so, dass der bereinigte Kurs immer dem aktuellen Kurs entspricht. Dann haben wir hier bei den Futures ein Offset, das heißt, wir haben den Future gewechselt. Der Offset war zu Tag X 20 Punkte groß, positiv, dann ziehe ich ihn hier immer von ab. Das heißt, die nächsten Kurse wären nicht mehr realistisch. Was heißt es, um es nochmal einfacher darzustellen? Es kann halt sein, dass wir historisch mit DAX-Werten arbeiten, die bei 40.000 Punkten standen zum Beispiel. Die gab es nicht, ist aber nicht weiter schlimm, weil für uns ja nur die Bewegung an sich interessant ist. Also die, ob wir jetzt nun von 20.000 auf 20.004 oder von 10.000 auf 10.004 uns bewegen, ist jetzt für die Durchschnitte oder für sämtliche Indikatoren nicht weiter schlimm. Ja, viele Strategien können damit arbeiten, mit diesem berechtigten Kurs. Anders ist es natürlich dann, wenn wir viele prozentuale Berechnungen haben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, der Preis oder der Kurs muss sich um 1% bewegen, nach oben oder unten, um ein Signal zu werfen, dann können wir mit dem berechtigten Kurs natürlich nicht dann auf die andere Methode zurückgehen und sagen, okay, wir haben eine zweite Tabelle, wo wir die ganzen Offsets mit Datum einfach festhalten. Gut. Gehen wir auch schon weiter mit dem Qualitätslevel. Ich hätte es, glaube ich, zu Beginn ganz kurz mal erwähnt. Da werden wir auch mal ganz oft gefragt, was ist nun das richtige Level für mich? Wie viel Geld muss ich für Daten ausgeben? Welche Daten brauche ich? Von wo kriege ich sie? Ich habe hier irgendwo welche gefunden. Kann ich diese verwenden? Da gibt es nicht die Antwort für alle. Das Ganze ist immer abhängig von vielen Dingen. Von dem Asset, welches wir handeln, von dem Zeitfenster, auf dem wir unterwegs sind und auch von den Strategien, Kennzahlen, das ist ganz wichtig. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er hat jetzt ein Handelssystem auf Tagesbasis, hat das schon durchgetestet mit seinen historischen Daten von irgendeiner kostenlosen Quelle, dann würde ich im ersten Moment nicht sagen, huiuiuiui, das kostenlose Datenquelle, das geht ja gar nicht, sondern ich würde einen Blick drauf werfen auf die Strategie Kennzahlen. Wenn es ein System ist, wo wir durchschnittlich pro Trade
Wenn wir jetzt im Aktienbereich unterwegs sind, 40 Dollar mit einer kleineren Aktie machen oder in Ticks besser gesagt ausgedrückt, jetzt irgendwie 400 Ticks pro Trade durchschnittlich machen, dann würde ich sagen, okay, die kostenlose Datenquelle ist hier völlig ausreichend dafür. Vielleicht fehlt hier und da mal ein Split, vielleicht sind die Kurse nicht korrekt, das ist natürlich auch noch ein Punkt, ich glaube, den hatte ich am Anfang gar nicht erwähnt, notiere ich mir mal kurz. Wir haben natürlich noch das Problem, dass wir nicht nur fehlende Candles haben, sondern dass auch einfach die Kurse prinzipiell falsch ist. Also wir haben heute um 10 Uhr eigentlich einen Close von 12.000, aber in den historischen Candles, die wir uns irgendwann herunterladen, steht halt 12.009. Das sind so auch unsaubere Daten. So, jetzt in dem Beispiel, jemand hat halt das System, Tagesbasis, nutzt Aktien, handelt durchschnittlich oder hat durchschnittlich 400 Ticks pro Trade Gewinn. Dann würde ich sagen, ja, okay, historische Daten, auch wenn die jetzt nicht die allerbesten sind, die sind okay. Wieso? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die falschen Daten dieses System komplett ruiniert, sehr gering ist. Wir können einfach so tun, als ob jede Candle ist halt falsch. Und zwar jede Candle hat irgendwie 2, 3 Pips, liegt sie daneben, neben der Realität. Das heißt, eigentlich haben wir heute einen Close in irgendeiner Aktie bei 410 Dollar. Aber in den historischen Candles steht 410 Dollar und 19 Cent. Das wäre hier völlig egal, weil ich hier weiß, das System ist an sich so gut aufgestellt und macht so viel Gewinn durchschnittlich mit einem Trade. Da sind wir so robust, dass wir darauf verzichten können, jetzt die Formel-1-Daten uns zu besorgen. Anders ist es, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat ein Euro-Dollar-Handelssystem auf Minute 1 Basis und macht durchschnittlich pro Trade, 2,4 Pips nach Spread, eventuellen Gebühren und einer hoffentlich gut simulierten Slippage. Dann wäre schon etwas ganz genauer unterwegs. Durchschnittlich 2,4 Pips. Da reicht es ja schon, dass die Schlusskurse oder Open-High-Low-Kurse der jeweiligen Candles auch nur um ja, ein, zwei Pips verschieden sind. Wir wissen ja nicht, wie tickt der historische Datenanbieter. Sagt er sich vielleicht einfach, naja gut, die fünfte Nachkommastelle, die braucht doch keiner, die schneide ich einfach ab oder ich runde einfach kaufmännisch auf und ab. Dann haben wir hier schon mal eine Differenz von gut 0,4 Pips. Dann geht's weiter. Woher weiß ich, dass der historische Großdatenanbieter seine Uhrzeit genau gestellt hat? Vielleicht ist bei ihm ein Open im DAX nicht um 8 Uhr und 9 Minuten und 0 Sekunden, sondern vielleicht ist es bei ihm erst um 0 Uhr, 8 Uhr, 0 Minuten und 19 Sekunden, weil seine Zeit falsch eingestellt ist. Da gibt es zu viele Probleme, die auftreten könnten, dass ich auf jeden Fall sagen würde, bei den historischen Daten ganz genau aufpassen. Pass genau auf, wo du die Daten herholst, würde ich in dem Moment sagen. Und da haben wir natürlich auch noch einen Mittelweg. Wir bewegen uns halt nicht immer nur ultra kurzfristig, aber auch nicht immer nur extrem langfristig. Wenn wir jetzt im Stundenchart unterwegs sind, da gilt halt das Gleiche. Da müssen wir drauf schauen, wie viel haben wir getradet. Wenn wir jetzt im Jahr 2000 Trades durchführen mit durchschnittlich 1,4 oder 2,4 Pips, dann sollten wir unbedingt darauf achten, dass das System an sich auf jeden Fall korrekt rechnet und dass die historischen Daten, die wir uns besorgt haben, auch sauber sind. Ja, die Frage, die glaube ich am meisten immer gestellt wird, wenn wir bei dem Thema sind, wo kriege ich eigentlich saubere Daten her oder was sind die Quellen für historische Daten? Denke mal, Quelle 1, Anlaufstelle Nummer 1 ist immer der History Manager, MetaTrader 4 oder 5. Kann man prinzipiell sagen, ist farbig einfach als schwarz markiert, hier müssen wir mal drauf achten. Wo ziehen wir die Daten? Ist einfach von Broker zu Broker abhängig. Wie gut pflegen die Daten? Es kann natürlich sein, dass hier und da mal eine Candle fehlt. Die Daten sind halt kostenlos, das muss uns ja bewusst sein. Wenn da hier und da eine kleine Candle fehlt oder wie eine Differenz haben von einigen Pips oder Punkten, je nach Asset, dann ist es wahrscheinlich nicht weiter wild. So, aber hier geht es dann vielleicht los. Vielleicht möchten wir unsere DAX-Strategie halt von 2000 an
testen und wir finden im MetaTrader beispielsweise nur Daten von oder ja, von 2007, 2010 an oder noch kürzer oder vielleicht ein bisschen länger, dann müssen wir uns halt eine Alternative dazu suchen. Die gängigsten Alternativen findet man auch ständig in Foren, ist halt so Yahoo Finance, Google Finance, um ja, sich die Daten einfach ganz entspannt zu ziehen. Als CSV-Datei habe ich hier rot markiert, ist jetzt nicht nur aus Spaß rot markiert, sondern wir haben halt schon sehr viel mit den Daten gearbeitet und haben das relativ zügig eingestellt, weil wir einfach mit unseren Qualitätsansprüchen dann nicht zufrieden sind. Wie gesagt, auf Tagesbasis mag das alles ganz gut sein, aber wenn wir hier auf Minutenbasis unterwegs sind, da kriegen wir, glaube ich, bei den gar keine Minutendaten. Ich glaube, bei Yahoo Finance gibt es zum Beispiel nur Stundencandles. Dann hätten wir hier schon mal das Problem. Aber auch von der Qualität her entspricht es nicht so unseren Standards. Ja, früher oder später kommt man dann eigentlich auf die Idee, die Daten einfach selbst mitzuloggen. Kostenlos bekommen wir die ja eigentlich, ja, fast überall. Wir haben die, vielleicht haben wir irgendwo einen Feed uns besorgt, vielleicht haben wir die TWS, sind daran angedockt. Oder wie sagen, wir speichern die einfach mit dem MetaTrader in eine Textdatei, CSV-Datei und arbeiten da so ein bisschen mit. Ist prinzipiell legitim. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auf der Welt Unternehmen gibt, die nichts anderes machen, als historische Daten zu loggen, zu speichern und zu pflegen. Das Thema habe ich damals auch ziemlich stark unterschätzt und dachte mir, naja, wieso kaufen wir denn jetzt hier Daten für hunderte tausend von Euros? Wenn wir die auch einfach selbst mitloggen können. Ein Logging-Programm ist relativ schnell geschrieben. Wir speichern die einfach als Textdatei, als CSV-Datei und dann haben wir die Daten. Das ist prinzipiell richtig. Nur dürfen wir nicht vergessen, was kann uns eigentlich alles dabei passieren. Wenn wir das professionell machen, dann brauchen wir alles komplett redundant. Das heißt, wir brauchen zwei Internetverbindungen, wir brauchen zwei Datenbanken, wir brauchen zwei Computer, wir brauchen zwei Stromversorgungen. Alles, was wir irgendwie haben auf dem Weg zum Internet, brauchen wir halt redundant. Denn was passiert, wenn wir einfach, ja, unser Rechner startet neu, weil Windows Updates installiert zu einem unpassenden Zeitpunkt, dann haben wir erstmal eine Lücke von 3, 4, 5 Minuten, je nachdem, wie lange wir keine Updates mehr durchgeführt haben. Oder aber jeder, der einen privaten Internetanschluss hat, hat das Problem, dass es alle 24 Stunden die sogenannte DSL-Zwangstrennung gibt. Und da dauert es auch gute 5 Minuten, bis wir wieder eine Verbindung haben zum Internet. Auch da haben wir eine Lücke. So, und wenn wir es einfach nur durchziehen auf 2, 3 Monate, dann haben wir jeden Tag eine Lücke wegen der DSL-Zwangstrennung. Zwischendurch gab es mehr Updates, dann hat unser Partner, unsere Partnerin den Stecker gezogen, weil er sie staubsaugen wollte. Es gibt so viele Fälle, ne? Oder wir lasten unseren Rechner so sehr aus. Wir haben das alles schon, oder ich habe das alles schon ganz gut miterlebt und viel, viel Übles da gesehen und kann wirklich nur sagen, selbst mitloggen und speichern ist für einen privaten Trader oder private Person einfach fast unmöglich. Weil der Zeitaufwand ist extrem groß. Wir müssen die Daten noch pflegen. Also nehmen wir an, wir schaffen es redundant. Das heißt, wir haben übertrieben gesagt 2 Wohnungen. Überall haben wir einen eigenen Internetanschluss, eigenen Rechner. Alle sind verbunden mit den Börsen, speichern die Daten. Dann haben wir bei einer Wohnung A heute um 10 Uhr einen Stromausfall. Kein Problem. Wir haben ja noch die Daten von der Wohnung B. Das alles muss ja auch miteinander wieder verbunden werden. Wir müssen die Daten irgendwann zusammenführen. Das ist auch wieder Arbeit. Ja, selbst mit Loggen klingt immer so verlockend, das ist günstig und eigentlich relativ schnell gemacht, aber die Qualität ist leider ziemlich miserabel. So, der, ja, ich nenne ihn einfach mal Formel-1-Anbieter in dem Bereich, ist zum Beispiel tickdata.com. Das ist zum Beispiel ein Unternehmen, das nichts, soweit ich weiß, nichts anderes macht, außer historische Daten zu speichern, zu pflegen und zu verkaufen. Ist leider für Privatanleger oder private Trader ziemlich viel Geld. Ich habe die Preise nicht genau im Kopf, aber ich glaube, um jetzt irgendwie das Future-Paket zu holen mit Future-Daten, ist man schon gut bei 200.000, 300.000 Dollar. Nur für historische Daten, also nur die Daten wirklich benötigen, die schätzen den Wert schon und die kommen einfach nicht drum herum.
Ja, ist leider für viele Privattrader wirklich nicht möglich, das zu kaufen. Letzte Möglichkeit, das sind halt wir von AlgoCamp. Wir bieten inzwischen auch noch an, dass wir die Daten, saubere Daten, das heißt komplett gepflegte Daten, lückenlose, natürlich gibt es hier und da auch eine Minute, die mal fehlt, aber vom Qualitätsstandard schon sehr hoch. Wir haben halt auch noch die Möglichkeit geschaffen, für Privatanleger die historischen Daten zu kaufen. Das Preismodell ist bei uns relativ einfach gehalten. Daten für ein Asset, beispielsweise den Euro-Dollar oder einen deutschen Aktienindex, CFD, für ein Jahr kostet halt einfach pauschal 150 Euro. Also wer da Interesse hat oder Daten benötigt für ein gewisses Asset, für einen gewissen Zeitraum, der kann uns gerne über die Homepage einfach anschreiben und dann erstellen wir dann in der Regel eigentlich immer ja, individuelle Angebote, je nachdem, was so gewünscht ist. Also wir haben jetzt da kein Shop eingerichtet, wo die Zahl hoch multipliziert wird, je nachdem, wie viele Daten man benötigt. Kommt einfach darauf an, was genau benötigt wird. Gut, dann haben wir es jetzt auch soweit eigentlich durch von dem Inhalt. Ich würde das Ganze gerne nochmal kurz zusammenfassen. Wir müssen halt hier wirklich sagen, historische Daten, Titel passt auf jeden Fall, oft unterschätzt, aber wir sollten hier nicht am falschen Ende sparen. Wenn wir am falschen Ende sparen, laufen wir einfach Gefahr, dass wir vielleicht monatelang oder jahrelang an einer Strategie entwickeln, die wir analysieren, die testen mit Excel durch, mit dem MetaTrader. Und dann stellen wir nach Jahren oder Monaten fest, Mist, das ist ja gar nicht, das hätte ich mir alles sparen können, weil die Daten einfach nur falsch waren. Das ist total unprofitabel und ich habe mir hier irgendwie einen Aufwand gemacht und habe das, ja, weiß ich nicht, vielleicht schon live getradet oder schon alle verrückt gemacht, dass sie mit ihrem Geld zu mir kommen können, weil ich hier eine tolle Strategie habe. Und auf der anderen Seite natürlich sollten wir darauf achten, dass wir nicht unnötig viel Geld ausgeben. Wir können immer klein anfangen, wir können immer sagen, so die erste grobe Idee, die ich habe, die kann ich durchaus mit minderwertigen historischen Daten, sage ich einfach mal, durchtesten. Und dann habe ich vielleicht eine erste Aussagekraft und überlege dann mal weiter. Vielleicht mache ich erst ein paar Demo-Trades oder gucke mir das Ganze im Chart so mal grob durch. Wenn ich das Gefühl habe, ja, die Idee ist jetzt wirklich einigermaßen spruchreif, dann kaufe ich mir halt die sauberen historischen Daten. Der letzte Punkt, Backtest mit schlechten Kursdaten haben wir keine Aussagekraft. Das ist eigentlich so die Kernmessage, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Ich denke mal, auch öfters von Ihnen bei Facebook unterwegs sind oder schon in einigen Trading-Newsletter eingetragen sind. Wahrscheinlich kennen Sie die zahlreichen wunderschönen Performance-Kurven. Sie gibt es natürlich, aber ja, die meisten haben wahrscheinlich auch diesen Fehler mit eingebaut. Unabsichtlich zum Beispiel. Gibt es viele, viele Fälle, auf die man achten muss, um wirklich einen realistischen Backtest durchzuführen. Einer ist halt, sind es halt die historischen Daten, wenn die schlecht sind. Mit schlechten Daten einen schönen Backtest zu bauen, ist ja, vielleicht auch eine Kunst, sollte man auch hoch anrechnen, aber leider absolut null Aussagekräfte. Und wir lügen uns eigentlich nur was in die Tasche. Wir haben eine schöne Performance, aber leider können wir dann damit im Endeffekt im Autohaus auch nicht unser Wagen bezahlen oder unsere Miete bezahlen oder beim Bäcker die Brötchen bezahlen. Das ist gar richtig an dieser Stelle. Gut, dann sind wir auch schon erstmal durch, soweit inhaltlich. Wenn Fragen da sind, immer gerne her damit. Wir haben auf jeden Fall noch etwas Zeit. Wir hatten es eigentlich heute für bis 19:30 Uhr geplant. Also wenn noch Fragen da sind, können wir die gerne noch durchgehen. Schauen wir kurz durch, was wir hier alles so haben. So. Erste Frage. Wo kann ich historische Daten herunterladen? Können Sie mal zeigen, wie ich die Kursdaten herunterladen muss oder installieren muss? Ja, wenn wir jetzt beispielsweise bei Yahoo Finance sind, dann haben wir hier oben die Möglichkeit, dass wir einfach sagen können, Daten herunterladen. Dann haben wir auch schon eine CSV-Datei und die können wir einfach mit Excel öffnen. Das ist relativ einfach. Ansonsten ist es immer abhängig vom Anbieter. Also wenn Sie beispielsweise bei uns historische Daten kaufen, dann bekommen Sie das für Ihr jeweiliges System schon angepasst.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten die Daten für den MetaTrader 4 haben, dann bekommen Sie halt einen CSV-File, das öffnen Sie mit dem MetaTrader, dann haben Sie die Daten schon. Ansonsten ist es wirklich immer abhängig vom Anbieter. Also es gibt einige Anbieter, die haben nochmal ein extra Programm, um sich die Daten herunterzuladen und dann muss man sie eigenständig nochmal umwandeln. Leider unterstützen nicht alle den MetaTrader oder den NinjaTrader oder was auch immer Sie verwenden. Da müssen Sie im Vorfeld immer darauf achten, dass Sie ja, dass die Daten kompatibel sind oder ob Sie vielleicht das technische Know-how haben, um die Daten irgendwie so umzuwandeln, dass sie vom Format her passen. So, die sauberen Daten sind nicht sauber. 10 oder 20 fehlt. Oh, da habe ich wohl gut aufgepasst. Vielen Dank, das ist richtig. Auch die sauberen Daten waren ja nicht sauber. Die 10 Uhr 20 Candle hat in diesem Moment gefehlt. Ja. So schnell geht's. Dann haben wir zwei falsche Durchschnitte berechnet. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Was ist an den historischen Daily-Daten von Yahoo Finance oder Yahoo schlecht oder warum sollte man diese nicht nehmen? Danke und viele Grüße nach Berlin. Ja, danke auch. Schöne Grüße zurück. Wieso sollte man die Daten nicht nehmen? Ich hatte es ja gesagt, kommt wirklich drauf an, was Sie mitmachen. Wieso sollte man die Daten nicht nehmen? Oder anders gesagt, kann es natürlich nicht pauschal für alle auf alle ausweiten. Wieso verwende ich diese Daten nicht? Weil ich diese Daten schon öfters analysiert habe und ich habe gemerkt, dass Dividendenzahlungen fehlen, dass Splits fehlen und dass die Kurse zum Teil nicht dem entsprechen, was wirklich an der Börse war. Also wenn ich heute früh mir den Börsenplatz angucke und ich sehe den ersten Tick zur Handelszeit bei, ja, weiß nicht, 139,99 und hier steht ein 140,46. Da würde es mich stören. Ich würde sie nicht verwenden, aber es ist halt wirklich abhängig von der Strategie. Wenn ich jetzt eine Strategie habe, die immer auf das Open des Tages guckt und weiß nicht, vielleicht die Overnight Gap berechnet und wenn die Overnight Gap größer als 10 Cent ist, dann gehe ich irgendwie Long oder Short, dann ist das halt fatal. Dann kann ich nicht sowas verwenden, weil wenn ich das Ganze live laufen lassen würde, hätte ich ein Open von 139,64 und Backtest hat wieder keinen Bezug zur Realität. Das ist ein Fall. Aber wenn Sie halt auf Tagesbasis unterwegs sind und auch nicht darauf aus sind, immer nur 2-3 Cent pro Trade mitzunehmen, dann können Sie diese Daten ruhig verwenden. Aber im kurzfristigeren Bereich oder wenn Sie genau auf Kurse an sich achten, wie jetzt in dem Beispiel mit dem Open oder High, Low, Close, da muss man aufpassen. Dann kann ich nur empfehlen, gut, vielleicht hat Yahoo Finance inzwischen auch ein bisschen die Qualität verbessert, aber kann man sich auch mal ganz gut selbst anschauen, wenn Sie vielleicht ein Feed haben oder bei CapTrader ein TWS-Depot haben, dann können Sie einfach mal pünktlich zur US-Eröffnung um 15.30 Uhr gucken, was ist da der Öffnungskurs? Ist der wirklich das wie bei Yahoo Finance? Oder wo war der Schlusskurs? Wenn die Abweichungen dann minimal sind und Sie sagen, das passt zu Ihrer Strategie, dann kann man die ruhig verwenden. Aber was auf jeden Fall leider gegeben ist, sind die fehlenden Dividenden und die fehlenden Splits. So, sind zum Beispiel die Daten für den DAX Future-Daten? Ja, kommt ganz drauf an, was gewünscht ist. Am besten uns einfach mal anschreiben, genau schreiben, was Sie wünschen, CFD-Daten, Index-Daten oder ähnliches, dann können wir es nochmal genauer besprechen, auf jeden Fall. Super, man hat wohl das verstanden, das freut mich auf jeden Fall. Kann man bei Ihnen eigene EAs mit Ihren sauberen Daten backtesten, ohne die Daten selbst kaufen zu müssen? Ja, das funktioniert auch. Das können Sie auch machen. Sie können uns einfach dazu anschreiben und sagen, welche Daten Sie von uns testen wollen würden. Dann würden wir den Backtest durchführen mit unseren Daten und Sie hätten dann am Ende, ja, am Ende würden wir Ihnen dann den Statement zuschicken, den Sie auch im MetaTrader halt kennen. Das heißt, da müssen Sie dann nicht die historischen Daten kaufen, sondern würden halt dann für die Dienstleistung, für die Mietung des Backtests quasi dann einfach nur zahlen müssen. Und gut, Fragen sind soweit erstmal noch keine da. Wenn noch welche kommen, immer gerne her damit. Wir haben noch etwas Zeit und die Zeit nutze ich an dieser Stelle auch mal und gehe mal kurz auf unsere Webseite und öffne da mal die Terminübersicht.
hat sich wieder einiges getan. Dieses Jahr stehen noch ganz interessante Webinare aus. World of Trading steht an und die IB Days stehen an. Heute haben wir das Webinar hier oben mit den historischen Daten. Da sind wir mitten dabei. Im September gibt es auch schon wieder vier weitere Vorträge und ein spannendes Webinar, auch noch gemeinsam mit der FXFED. Hier haben wir zum Beispiel verschiedene Themen wie Ihr Einstieg ins Algo-Trading. Das machen wir gemeinsam mit der FXFED auf den AB Days. Automatische Handelssysteme ohne Programmierkenntnis wird nochmal ein Thema sein. Markttechnik mit dem MetaTrader 5 und ein ganz, ganz interessantes Thema, wie ich finde, Strategieportfolio, konstant automatisch Geld verdienen. Das ist ein Thema, was bisher in dem Trading-Bereich immer nie so groß behandelt wurde. Danach geht es auch schon wieder weiter mit den Webinaren. Gute Expert Advisor, schlechte Expert Advisor ist noch ein Webinar im September. Vertrauen in EAs aufbauen wird auch noch im Oktober stattfinden. Webinar mit der FXFED und dann steht auch schon die World of Trading an. Da bin ich auch wieder vertreten mit zwei Vorträgen. Höchstwahrscheinlich werden wir auch wieder am Stand von der FXFED spannenden Vortrag halten zum Thema in dem Bereich. Und im November dann auch, ich glaube, ein ziemlich neues Thema in dem Bereich, Trading-Startplan. Das heißt, Trading-Kapital aufbauen, nicht nur mit dem klassischen Money-Management, wie wir es kennen, 1% riskieren und dann wird es schon, sondern ein bisschen aktiveres Trading-Kapital-Aufbauprogramm, so nenne ich es mal. Ansonsten kann ich Ihnen noch einen Blick empfehlen in unsere Produktspalte. Wir haben die ganzen Seiten etwas aktualisiert. Wir haben Ihr Feedback wahrgenommen, was wir so über die letzten Wochen und Monate erhalten haben. Zum Beispiel haben sich viele unserer fertigen Handelssysteme, die wir vertreiben, gewünscht, dass sie sich einen kompletten Backtest runterladen können. Das ist jetzt auch möglich. Alle Handelssysteme von uns haben jetzt hier die Möglichkeit, dass sie sich den kompletten Statement herunterladen können. Das heißt, sie bekommen die komplette Auswertung, zum Teil über 100, 150 Seiten lang, wo sie wirklich jede Order, jeden Trade, jede Aktion nachverfolgen können, um auch nochmal sicherzustellen, ob das wirklich ja, realistisch ist oder ob wir vielleicht irgendwo irgendwas manipuliert haben. Das finde ich immer ganz wichtig, dass wir den Einblick haben. Für das einfache Verständnis haben wir auch noch sämtliche Auswertungen geglättet, sage ich mal. Das heißt, bisher war das Problem, wir hatten mal ein EA, da haben wir die Auswertung mit einem Lot dargestellt. Der andere war wiederum auch mit einem Lot, aber hatte irgendwie das doppelte Konto. Das haben wir jetzt auch glatt gezogen, um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten und vergleichbarer zu machen. Wir haben es jetzt so, jedes Handelssystem hat jetzt eine Darstellung und Pips. Das ist halt völlig unabhängig und denke ich mal so das Fairste, um eine Performance darzustellen. Das Gleiche haben wir auch mit den Kennzahlen gemacht. Das heißt, maximalen Drawdown, so die klassischen Kennzahlen, die Sie kennen. Wenn wir das in Prozentwerten angeben, dann sagt es ja eigentlich nichts aus. Wenn ich einen geringen Drawdown haben möchte, dann würde ich einfach ein hohes Startkapital nehmen und dann habe ich einen Drawdown von 0,5%. Das ist ja nicht so seriös. Haben wir natürlich so extrem nie umgesetzt, aber einfach um es fairer und vergleichbarer zu machen, haben wir jetzt alle Angaben immer in Pips und einfach fürs Verständnis halt auch noch in Euro umgerechnet. Aber da ist die Basis überall gleich, dass alle Euro-Angaben von der Performance immer auf der Basis von 0,1 Lot pro Trade umgesetzt ist. Das haben wir mit all unseren Systemen gemacht, egal wo Sie unterwegs sind auf unserer Seite. Sie sehen immer die Angabe in Euro, Dollar und die Angabe in Pips. Und das gleiche auch mit den Kennzahlen. Immer zwei Spalten in Euro, Dollar, also in unsere Landeswährung und in Pips das Ganze noch gestaltet. Gut, ich schaue mal zurück in die Fragebox, ob da noch ein bisschen was kam. So, denken Sie, dass die Daten von Yahoo für die Zukunft noch zur Verfügung stehen werden, da die ja in der FA eine Änderung erfolgte? Müssen wir bitte noch kurz erklären, wofür die Abkürzung FA steht? Dann kann ich die Frage wahrscheinlich besser beantworten. Aber prinzipiell Firma Yahoo, da ja von einer Änderung erfolgte. Ja, ich denke mal, die Daten, das Yahoo Finance ist ja einfach ein Business oder ein großes ein Geschäftszweig oder ein Standbein von Yahoo.
da denke ich mal jetzt nicht, dass das jetzt von heute auf morgen abbrechen würde. Ich weiß es natürlich nicht. Ja, wenn wir uns die Seite angucken, Yahoo Finance besteht ja nicht nur aus den historischen Daten, sondern Yahoo Finance hat ja die Charts, News, alles, was man so irgendwie zu Unternehmen sehen möchte, statistischen Auswertungen. Wahrscheinlich haben wir irgendwo noch Jahresberichte, Upgrades, Downgrades, Unternehmenprofil. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Daten von heute auf morgen weg sind, aber ich habe ja auch gar keinen Einblick, was da passiert. Wer weiß, vielleicht werden sie auch von Google aufgekauft oder gehen völlig unter oder sie bleiben einfach noch so lange am Leben. Das kann ich so nicht sagen, aber ich glaube, dass das Gegenpart von Google Finance ist, ich glaube, von der Qualität her auf dem gleichen Level. Vom Portal her sieht es ja auch ähnlich aus. Da sollte man, glaube ich, jetzt nicht in die Panik verfallen und sich jetzt alle Daten Die sofort herunterziehen. Änderungen galten ja auch primär an der API-Schnittstelle, also weniger die Daten, die zur Verfügung stehen, sondern die API, da gab es ein paar Änderungen. Ja, okay. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch für viele Portale. Das haben wir damals auch gemerkt, wenn wir Informationen von Daten abgrasen. Das mögen die Portale natürlich nicht. Da gibt es halt immer wieder Limitierungen, dass sie einen aussperren, dass man innerhalb einer Minute nur X Anfragen stellen darf, bevor man dann gesperrt wird für ein paar Minuten. Das Spielchen, das ist ja bekannt. Ja. Yahoo Finance oder andere Anbieter machen das ja nicht, um uns Trader da kostenlos Daten zur Verfügung zu stellen, damit wir das große Geld verdienen wollen, sondern es ist eher so für den kleinen Abgebrauch, denke ich mal. Aber ja, das Spielchen wird ja überall getrieben. Ja, gut, dann schaue ich nochmal in die Fragenbox. Ich denke mal, wir haben jetzt alles soweit durch. Das sieht gut aus. Wenn noch weitere Fragen da sind, stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. Einfach uns anrufen, anschreiben von Eurocamp. Oder wenn es broker-spezifische Fragen gibt oder ähnliches, dann ist da FX-Labs bzw. CapTrader auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Und ja, ich denke mal, dann haben wir es soweit für heute erstmal durch. Ja, David, vielen Dank für das Webinar. Wie du auch schon gesagt hast, wenn Fragen sind, gerne auch an uns und je nachdem leiten wir das natürlich auch gerne weiter. Ich wünsche dir natürlich schon mal einen schönen Abend. Danke nochmal für das Webinar und Ihnen wünsche ich natürlich auch noch einen schönen Abend. Danke für die Teilnahme. Schön, dass Sie heute anwesend waren und wir würden uns sicherlich freuen, wenn Sie sich auch für die nächsten Webinare entsprechend anmelden. Im September ist ja bei AlgoCamp vollgepackt, also sicherlich das eine oder andere Thema, was Sie vielleicht interessieren könnten. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und natürlich viel Erfolg weiterhin und passen Sie auf Ihre Position auf und ich freue mich auf das nächste Mal. Also von mir aus einen schönen Abend. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch noch bei Ihnen alle für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Freut mich auf jeden Fall, dass so viele Leute dann doch noch zugesehen haben zu dem, ja, wenn man es vom Titel betrachtet, eigentlich fast schon langweiligem Thema. Es ist nicht so interessant wie Live-Trading oder Charts, Markttechnik oder ähnliches, was wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zieht. Aber finde ich auf jeden Fall klasse. Ich denke mal, alle, die heute hier dabei sind, die haben erkannt, worauf es beim Trading wirklich ankommt, dass historische Daten nicht nur eine nervige Arbeit nebenbei ist. Von daher bedanke ich mich auch nochmals für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie bei den nächsten Webinaren, Vorträgen dabei sind. Wenn Fragen da sind, können Sie uns gerne jederzeit erreichen. Wenn Sie uns besuchen kommen möchten, wir sitzen oder wir haben unser Unternehmen in Berlin, können Sie uns auch gerne anschreiben und einen Termin ausmachen, um vielleicht weitere Zusammenarbeiten zu klären, Programmieraufträgen oder irgendwelche Fragen in dem Bereich. In diesem Sinne auch nochmal vielen Dank an alle und ich wünsche noch einen schönen Dienstagabend und ja, erfolgreiche Trades. Vielen Dank und tschüss.